Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Meldungen über Gewalt auch im Sport haben zugenommen. Und es stellen sich die Fragen, haben nur die Meldungen darüber zugenommen oder die Gewalt an sich? Und es betrifft es nur den Sport oder unsere Gesellschaft insgesamt? Aber zunächst möchte ich unterstreichen, Meldungen wie in den letzten Jahren, Monaten und Wochen machen betroffen und teilweise sprachlos. Da pöbeln manche Eltern von Kindern bei C-, D-, E-, F-Jugendspielen oder Wettkämpfen mit den Schiedsrichtern oder den eigenen Trainern herum, nur weil sie ihren eigenen Ehrgeiz nicht unter Kontrolle kriegen. Was das für ein Vorbild für die Kinder sein soll, muss man sich wirklich manchmal ernsthaft fragen. Ich kenne das aus eigener Betrachtung. Da haben manche Knirpse mehr Manieren als ihre Eltern, meist Väter. Da werden Schiedsrichter von Fans beleidigt oder, wie jüngst im südhessischen Münster, auf dem Platz von einem Spieler krankenhausreif geschlagen und nach dem Abbruch eines Amateurspiels wegen eines Trittes gegen den Schiedsrichter, jüngst hier in Wiesbaden, wurde durch einen der Vereine ernsthaft Folgendes erklärt. Es gab eine rote Karte, und der Spieler von Mannschaft A hätte bei der folgenden Rudelbildung den Spieler der Mannschaft B treten wollen und dabei nur aus Versehen den Schiedsrichter getroffen, der schlichten wollte. Wenn ich so etwas lese, dann bezweifle oder verzweifle ich schon etwas am Verstand oder Anstand mancher Beteiligter. Ich stelle fest, sportlich geht es erst dann zu, wenn es gar nicht zu einer roten Karte kommt. Und richtig unsportlich wird es, wenn die Beteiligten oder Zuschauer glauben, vor aller Augen aufeinander losgehen zu müssen. Ansonsten gilt, Sport bedeutet Respekt vor und mit dem Gegner. Gewalt und Regelverletzung haben hier nichts zu suchen. Bei diesen Beispielen möchte ich es belassen. Aber sicher ist es so, dass man den Eindruck haben muss, solche Übergriffe hätten zugenommen. Jedenfalls ist es das, was zum Teil immer häufiger von denen berichtet wird, die Sport organisieren. Bei allem großartigen Engagement von Hunderttausenden Aktiven und Ehrenamtlichen und der Beteiligung von Millionen muss man leider sagen, dass Schiedsrichter und überhaupt ehrenamtliche Helfer zu finden, auch deshalb immer schwerer wird. Ja, das ist ein Problem. Jeder und jeder dritte Mensch in Hessen ist in einem Sportverein organisiert. Fast jede und jeder Zehnte ist in Hessen aktiv und hilft in irgendeiner Form bei der Mitarbeit. Und ganz überwiegend machen die Menschen das ausgesprochen gerne, mit vielem sozialen Engagement, sodass alle mitmachen können. Sie sind es, die Sport für alle in den Vereinen organisieren und so auch für niedrige Vereinsbeiträge sorgen. Für die ganz überwiegende Zahl derer, die dies aus sportlichen wie sozialen Motiven heraus vorbildlich machen, müssen wir uns stark machen, damit die wenigen Deppen, die sich offensichtlich nicht im Griff haben, nicht die Stimmung oder das Außenbild des Sports bestimmen. Insofern können und werden, wir sind uns doch einig, Herr Pentz, in dieser Frage, meine Güte, ach, wie kleinkariert. Insofern können und werden wir dem Antrag der CDU und der GRÜNEN auch zustimmen, Herr Pentz. Wir werden ihm zustimmen. Sportvereine, da sind wir uns einig, leisten so vieles. Sie fördern Fitness, Zusammenhalt und vor allem Integration, oft über die Sprache, das Geschlecht, die Religion und den sozialen Status weit hinaus. Aber es muss auch klare Grenzen und Regeln gegenüber denjenigen geben, die Sportveranstaltungen für Ausbrüche und Gewalt jedweder Art missbrauchen. Jeder Sport hat und braucht seine Kultur und seine geschriebenen, wie manchmal auch ungeschriebenen Regeln. Und wer dies nicht begreift, sollte an sich selbst üben, statt anderen zu nerven oder zu bedrohen. Ich glaube, hier kann und muss das Land die Vereine unterstützen. Und die Vereine müssen es auch wollen.
Es gilt nicht nur im Fußball, aber aufgrund der Bedeutung und Größe dieser Sportart dort im Besonderen. Man kann sich ja kaum vorstellen, was jedes Wochenende in Hessen und Deutschland inzwischen an Polizei unterwegs ist, um bis hinunter in die Regionalligaspiele zu beschützen, wobei man beschützen wohl eher in Anführungszeichen setzen muss. Es darf doch nicht sein, dass große Mannschaftssportarten nur unter starker Polizeipräsenz stattfinden können. Ich sage dazu, es gibt Länder in Europa, da kommt der Sport nahezu ohne Polizei aus. Das haben wir in Irland kennengelernt. Und es hat mich sehr beeindruckt zu sehen, dass die bei den heimischen Sportarten bei bis zu 80.000 Zuschauern im Stadion mit insgesamt 80 Polizeibeamtinnen und Beamten innen wie außerhalb des Stadions auskommen, wo es im Stadion keine Zäune zum Spielfeld gibt und auch keine Fanblöcke, weil alle sich am Spiel erfreuen und gemeinsam Spaß haben. Also, was ist dort besser, frage ich mich. Da sollten wir unseren Blick auch etwas weiten. Das fände ich wichtig. Ich denke, wir müssen auch sehen, dass sich nicht nur das Anzeigeverhalten und die Sensibilität bei Gewalt verändert haben, sondern dass Gewalt und die Angst davor in unserer Gesellschaft eine zunehmend größere Rolle spielen. Wir sprechen hier im Landtag oft über Gewalt gegen Rettungskräfte und in medizinischen Einrichtungen und über Gewalt gegen, aber auch durch Polizeibeamte. Vorletzte Woche war der Tag gegen häusliche Gewalt, und die Zahlen, welche an diesem Aktionstag von offiziellen Stellen genannt wurden, sind unfassbar. 2018 sind in Deutschland 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Das waren 25 weniger als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden mehr als 114.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohung oder Nötigung. Laut BKA passiert also jede Stunde irgendwo in Deutschland ein solcher Vorfall. Wir alle merken auch, wie sehr sich auch der politische Diskurs verschoben hat, wie Sprache z.B. im Internet eskaliert. Ich weiß, dass ich mit diesen Zahlen weggehe von der Intention des Antrages, aber Sport ist ein wichtiger und zentraler Teil unserer Gesellschaft. Wenn aber die Gesellschaft insgesamt mehr zu Gewalt und Verrohung tendiert, dann kann der Sport davon ja nicht ausgenommen bleiben. Deshalb, der organisierte Sport kann und muss eines von vielen Sprachrohren und Mitteln sein, gesellschaftlicher Verrohung und individuellem Fehlverhalten zu begegnen, damit wir achtsamer umgehen und Gewalt zurückdrängen, ob zu Hause oder eben auf dem Sportplatz. Es ist sicher an der Zeit, gesellschaftliche Gewalt, auch die stetige Verrohung in der Sprache insgesamt, genauer in den Blick zu nehmen, auch mit dem von uns schon so oft geforderten Dunkelfeldstudien. Dem vorliegenden Antrag der CDU und der GRÜNEN für einen fairen, respektvollen und gewaltfreien Sport in Hessen können wir in jedem Fall zustimmen. Ich will aber noch etwas zum AfD-Antrag sagen. Er haucht den Odem von obrigkeitsstaatlichem Polizeistaat, wenn z.B. Zitat, der Schutz für sämtliche Aktive, vor allem Schiedsrichter, gefordert, von Fairness, Teamgeist und Disziplin beim Sport gesprochen wird, aber Begriffe wie im Koalitionsvertragsantrag wie homofeindliche, rassistische und antisemitische Anfeindung bewusst fehlen. Deshalb kann der Antrag nur abgelehnt werden.